nein, oh nein. Unser Haus muss leider gehen. Unsere erste Villa, die wir in Warblies Live gekauft haben, ist jetzt tatsächlich leider nicht mehr zu nöten, weil wir die nämlich verkaufen werden. Und zwar mit diesem Schild. Tschüss, mein kleines Haus für 1500 Dollar. Oh nein. Und jetzt haben wir 70.750 und besuchen Lars. Lars, bist du da? Oh nein, es hat angefangen zu regnen. Gerade als ich dich angesagt habe, hat es einfach direkt angefangen zu regnen in Warblies Live. Hallo Leute, hi, hi. Bist du schon auf das der neuen Insel? Tränen. Ja, ja, ich bin schon da. Deine Tränen kommen gerade aus dem Himmel herbeigeflogen. Oh, Leute, wir machen heute was ganz Besonderes. Ich erkläre es euch in simpler Art und Weise. Und zwar fahren wir nämlich mit dem weißen Monster Truck in eine neue Gegend, um uns was Besonderes Neues anzusehen. Und zwar gibt es nämlich in der neuen Warblies Live Insel, in der Luxusinsel, gibt es mehrere neue Häuser, die wir begutachten können, beziehungsweise Junge, kaufen können. Und Lars und ich haben ganz viel Pizza ausgetragen. Wie viele Stunden Pizza haben wir ausgetragen nochmal, Lars? Ich glaube so... Keine Ahnung. 9 Stunden, 11 Stunden haben wir Pizza ausgetragen und damit haben wir jetzt insgesamt 70.000 Dollar. Oh, 30 km/h. Was ist denn da für eine Fliege, die da hängt? Hä? Ich bin hier einfach so ein bisschen am Rumhängen. Ich wollte gerade die menschliche Fahne machen. Guck, siehst du das? Ja, stimmt. Du machst echt die menschliche Fahne. Nur nicht ganz. Du machst eher die besoffenen Fahne. Ey, der hat dich gerammt. Ich glaube, jetzt sein Auto. Was? Bitte lassen Sie das in der Zukunft. Und dich fahre ich um. Dein Hut gefällt mir nicht. Oh, der ist von Gucci, sein Hut. Okay. Was wir heute machen werden, ist was ganz Besonderes. Und zwar, wir kaufen uns ein neues Haus. Und zwar arbeiten wir uns nämlich von den Häusern vor. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Haus hier, weil das ist nämlich das günstigste von allen. So, dass ihr, wenn ihr Warblies Live spielt, wisst, welches Haus ihr euch kaufen sollt und wo man am meisten Geld ausgeben sollte. Weil die sind nämlich alle nicht günstig. Nein. Dieses Haus hier kostet 9.500 Dollar. Das heißt also, da können wir ja mal reingucken. Und zwar ist das nämlich die Altbaute. Und das ist auch das günstigste von allen. Oh nein, wir haben schon einen Stau vor unserer Haustür. Komm her, Lars. Warte, ich mach den Stau weg. Oh Gott. Komm, steig ein. Wir fahren rein. Ich hab das Ding gekauft. Guck mal, okay. Das Tor geht auch auf. Komm mit. Let's go! Oh Gott, ich hab dich überfahren. Ich nehme dich einfach mal so mit. Danke, Mann. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Wir waren hier schon mal kurz drin und haben uns den Garten erst mal angesehen. Warte, ich leg's mal kurz in den Schuppen. Ja, genau, leg's mal kurz in den Schuppen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass wir hier auch gleichzeitig diese Teleskope haben. In der letzten Folge hatten wir hier ebenfalls die Teleskope angesehen gehabt und manche dieser Häuser haben ebenfalls ein Teleskop, wie zum Beispiel dieses hier. Aber das bringt nichts für unser, oder? Muss man noch herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Man muss es nämlich A, immer nachts machen und B, gerade regnet es. Ja, ist jetzt eh neblig, man sieht gar nichts. Genau, schauen wir uns mal die erste Villa an. Das ist ein Altbau, ne? Ja, das ist so ein Altbau, wie so ein bisschen Fachwerk-Style so. Hinten, ne, haben wir, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, ne? Hinten haben wir nämlich auch eine eigene Boots-Lounge. Da haben wir 2 Jetskis und ein Boot. Gar nicht übel. Da kann man auf jeden Fall leben. Oh, so das lässt ist es crazy. Sich leben. Stell kannst mal vor, du mir das du Haus schenken, bitte? Ja, ich würde es dir gerne schenken, aber es funktioniert leider nicht in Warblies Live, anderen Leuten was zu schenken. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Update. So. Guck mal, wir können hier reingehen. Oha. Okay, Esszimmer. Wow, diese Stühle sind voll groß, guck mal. Ja, man, die sind echt voll groß, gell? Und ich muss auch sagen, die Küche nicht so gut ausgestattet. So ein bisschen, weißt du? Ich sehe aus wie so ein Möbelpacker, guck mal. Ja, gell, du siehst echt aus wie ein Möbelpacker. Ich sehe aus einer, wie der hier alles kaputt Detweiler. Macht. TJ Detweiler. Ey, ich guck mal kurz ins Wohnzimmer. Oh mein Gott. Alter, Lars, schau dir das mal an. Dr. Auge, willst du mal Probe liegen? Oh, guck mal, Dr. Auge hat sich hingelegt. Guck mal, der kleine Süße. Oh, da hält er sogar Dr. sein Auge. Auge zu, wie cool. Ja, gell, der schläft so richtig in diesem Körbchen, voll cool. Leute, nicht vergessen, online shop.arizo.de, holt euch euren eigenen Dr. Auge, der ist dort nämlich noch immer auf Lager, noch solange er da ist. Dann, warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier ein Auto eigentlich spawnen? Okay, das heißt also, wir spawnen also direkt neben dem Haus. Es gibt keine Garage in diesem Haus. Keine richtige Garage. Na, Minuspunkte, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, Minuspunkte. Dieses Haus hat 9.500 Wobbly-Dollar gekostet. Das ist wirklich nicht... Oh, Alter, was ist denn das? Die Lieder für dich. Wow, und ich singe diese Lieder. Tanz mit Nägeln in den Augen. Mit Nägeln in den Augen tanze ich auch immer gerne. Okay, man kriegt also eine Harfe für seinen Preis von 9.500. Hier gibt es auch bis in den feinsten... Den feinsten Wein gibt es dort anscheinend. Feinsten Wein, feinsten Whisky, feinsten Wein. Guck mal, ist hier... Ah, nee, guck mal, hier ist auch ein Eingang. Es gibt voll viele Eingänge. Ja, irgendwie voll... Auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen zu viele Eingänge.
da ist ein Schreibtisch. Okay. Ist da ein Stück Pizza? Zweiter Stock. Oh Gott. Jetzt kommen, glaube ich, die Zimmer. Es gibt insgesamt hier drei Zimmer. Oh, ja. es gibt noch einen Stock. Lass mal kurz gucken, was es hier gibt. Ach, da geht's noch. Oh, vorher. Alter, Lars, guck dir mal die Badewanne an. Kann man sich da reinsetzen? Setz dich mal rein. Ah ja, lass dich, gönn dir mal richtig. Ui, schau dir diesen Typen an. Oh, wie er badet. Ah, meine Güte. Okay. Nice. Ich würde sagen, nicht schlecht. Toilette funktioniert auch. Funktioniert. Okay, nice. Oh, sogar die Spüle funktioniert. Dusche haben wir auch. So, was haben wir hier? Okay, oh, bist du da reingegangen? Oh mein Alter. Oh, okay. Kann man hier drauf? Oh Mann, ich will Schaukelpferd fahren. Ich glaube, das ist das erste Kinderzimmer so ein bisschen. Ah nee, was? Aber guck mal. Das ist, glaube ich, nicht so ein Kinderzimmer. Das ja, wegen dem Schaukelpferd, weißt du, habe ich gedacht. Ah ja, stimmt. Warte mal, wir müssen uns eigentlich so anziehen, dass wir hier reinpassen. So. Wer würde denn hier wohnen in so einem Haus, weißt du, ich meine? Ein Alien. Ein Alien? Nee, Mann, Alien glaube ich nicht. Ich glaube, es würde eher so einer hier drin wohnen, warte. Oh mein Gott. So einer hier. Echt? Guck mal hier, ich habe mir gerade mal ein neues Häusle gekauft, ne? So ein kleiner Holzfäller, der sich mit Holzbusiness was aufgebaut hat, weißt du? Hey, du siehst fast genauso aus wie ich. Oh, so einer wohnt hier. Ey, stimmt, so Ned Flanders, gell? Oh mein Gott, ja Mann, wir passen richtig gut in dieses Haus hier rein. Also, ich bin jetzt hier auf dem Balkon und hier ist das andere Zimmer. Okay, im anderen Bereich ist das Zimmer ein bisschen kleiner. Okay. Da ist es so ein bisschen normaler, guck so. Aber das ist jetzt das Kinderzimmer. Okay, ich dachte, man kommt nur über den Balkon rein. Oh, guck mal, da ist der Polizeihubschrauber. Oh, guck mal, der funktioniert sogar. Echt jetzt? Oh mein Gott. Was? Alter, wie cool. Nicht schlecht. Okay, wir schauen mal, was wir jetzt zum Beispiel hier oben haben. Oh, es gibt einen Dachboden sozusagen. Alter, oben ist ein PC, Mann. Ist da oben? Ja, Mann. Guck mal, da drauf kann man bestimmt ein Arizu-YouTube-Video gucken. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Verrückter jetzt. Guck mal. Wo bist du? Willst du mit meinem Stofftier spielen? Nein, ich möchte nicht mit deinem Stofftier spielen. Okay. Ned Flanders. Oh, hier ist nochmal ein Schlafzimmer und nochmal ein Badezimmer. Aber das Badezimmer sieht fast genauso aus, okay? Und nochmal ein Badezimmer, okay? Das sind wie so Einzimmerwohnungen, die da oben sind. Alter, kommen Sie bitte mit, junger Mann. Sie haben sich hier im falschen Haus geirrt. Oh nein, ich wollte nicht zu einer Arztpraxis gehen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben sich hier im Haus geirrt. Bleiben Sie stehen. Nein, Sie sind verrückt. Ich werde dieses Haus verkaufen. Kommen Sie mit, Dr. Auge. Okay, ich seh aus wie so jemand, der dich jetzt so in Therapie bringt. Ja, gell, du siehst so aus, als ob du von so einer Dings. Alles ist gut. Und weg bin ich. Mayday, Mayday, Mayday. Nee. Ich verkaufe mein Haus. Ah, und nicht zu vergessen, ne? Man hat hier ebenfalls einen Teich. Ja, man kann von diesem Grundstück aus. Ah, guck mal. Wenn du dieses Grundstück hier besitzt, kannst du auch zum anderen Grundstück rüberlaufen, ne? Weil da der Zaun nicht so gut gemacht ist. Okay. Sehr gut. Nicht schlecht. Kann man so machen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal das zweitgünstigste Haus an von den Villengegend. Ich weiß nicht, was hältst du jetzt von diesem Haus? Also ja, es ist cool, aber es ist so ein bisschen auf Altbacken gemacht. Das finde ich jetzt nicht so nice. Also ich glaube, das hier drüben wird mir schon ein bisschen mehr gefallen. Ich würde auch sagen, das ist nicht so heftig. Deswegen verkaufe ich es mal. Für 4, Alter, man kauft es für 9.500. Man kann es nur für die Hälfte des Preises wieder verkaufen. Voll stressig. So. Hier, 10.000 gekauft. Schauen wir uns mal dieses Haus an. Oh yeah. Hey. Abgerippt. Aber hier siehst du schon einen Unterschied. Garage. Da haben wir auf jeden Fall für $500 mehr hast du hier schon eine Garage mit Werkzeugkoffer. Oh nice. Ja, okay. Werkzeugkoffer. Jö, ich habe auch gleich ein Auto dazu gekauft. Schau mal. Da ist immer ein Auto da, glaube ich. Yeah. Stabiles Cabrio. Warte mal, lass mal kurz nach hinten laufen, um erstmal kurz draußen alles anzugucken. Ne? Hier haben wir auf jeden Fall den Pool. Hier waren wir ja, glaube ich, schon mal. Gell? Ich war hier noch nie drin. Nicht? Ah, okay. Nee. Alter, lass mal Tennis spielen. Komm mal her, nimm mal diesen Schläger da. Nimm mal den Schläger. Und dann spielen wir mal eine Runde Tennis, solange es noch hell draußen ist. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Und Schuss. Schlag. Oh mein Gott, nice. Los. Los, nochmal. Oh mein Gott, nicht schlecht, Lars. Alter, nicht schlecht. Voll gut, du hast voll viele pariert. Hui. Ja. Einen. Oh, let's go. Yes! Oh mein Gott! Aua! 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 Voll auf die Rübe bekommen. Warte, Junge, ich mal diesen Tennisplatz ist ja riesengroß. Macht das aus! Oh mein Gott! Ist das hier ein Fernseher? Alter! Ach, Junge, natürlich, das ist so der einzige Sender, gell? Okay. Fernseher aus, ab ins Bett. Zähne putzen, fertig machen, ab ins Bett. Alter, guck mal, hier hat schon ein Geist gewütet.
Boah. Hier war der Minecraft-Geist. Die Küche... Oh, Junge, jetzt hier wieder. Hat keinen Kühlschrank mehr, aber... Kühlschrank. Ich würde sagen, diese Küche sieht schon mal sehr viel moderner aus als die anderen Küchen. Die ist einfach viel zu groß, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Guck mal, man weiß einfach nicht, was man hier so reinstellen soll. Also ich hätte da schon Bock, mal ein bisschen was zu kochen. Alter, ist das eine Jukebox? Eine Musikbox? Oh, yeah, man! Yeah. Guck mal, ich mach den Dings. Breakdance. Mach einen Breakdance. Warte, ich mach mal weiter. Oh mein Gott. Das ist, den Sound kenne ich auch irgendwo her. Oh yeah. Aha. Oh Junge, Dr. Auge bisschen geht auch so richtig Miami Vice-Stil. Machen wir noch einen weiter. Okay. Alter, nicht übel. Coolen Lieder. Ja, Mann. Ah, das kenne ich, das ist der von der Pizzalieferant, gell? Ja, ja, ja. Das haben wir so oft gemacht, Mann. Oh. Nice. Howdy, Partner. Howdy, Partner. Okay, reicht. Nicht übel, nicht übel. Cool. Ich würde halt gerne das Licht hier stärker anmachen, aber irgendwie ist das Lichtgame noch nicht so gut in Wobblies Life. Also, wir haben auch, wenn wir dieses Haus hier kaufen, bekommen wir auch gleichzeitig gleich ein Fischaquarium dazu. Alter, oh mein Gott. Einfach ein Flügel. Alter, das ist die Melodie, hör mal. Warte, warte, Achtung. Okay. Alter, tatsächlich, das ist echt die Wobblies Life Melodie. Aber man muss halt genau im richtigen Takt drücken, damit das halt. Das ist schon gut gemacht, gell? Ja, schon eine coole Idee. Guck mal, hier oben hast du noch ein Kunstwerk dazu, die Architektur. Wow, das ist einfach so ein Wobbly Kopf der Pizza ist in abstrakt. Ja, es ist echt ein Wobbly Kopf der Pizza. Ja, so ein kleiner Pac-Man so ein bisschen. Und die Pizza ist keine Pizza, sondern eine Waffel. Das ist auch so eine Art Fitnessstudio mit Fernseher extra, und allem. Ich hab mir jetzt auch extra Fitnessstudio-Sachen angezogen. Kann man auch hier auf dieses Rad drauf gehen? Alter, guck mal, ich bin auf dem Rad drauf. Da kann man aber nichts machen, weil meine Füße zu kurz sind. Ja. Meine Füße sind zu kurz, aber Hauptsache so ein Gerät haben, gell? Ich glaube, viele von euch haben bestimmt auch so ein Gerät zu Hause stehen und das wird nie verwendet. Das ist so ein typischer, ich möchte gerne Sport machen, Kauf, aber danach macht man es nicht mehr. So ein Klassiker. Ja. Weil, gucken, warte. Hier waren wir auch noch nicht. Oh, mit hier rein? Okay, Badezimmer. Aber in dreckig. Pass auf, da ist nass. Ja, gell, warum ist hier eigentlich nass? Aber es ist eigentlich genau dasselbe Badezimmer wie vorhin. Ah, guck mal, es gibt ein Bidet. Das ist doch ein Bidet, oder? Geh mal weg. Nice. Das ist könnte ein Bidet sein oder halt ein Klo noch, ein extra Klo. Ein Doppelklo. Damit man aufs Klo gehen kann und gleichzeitig kotzen kann. Oh mein Gott, was für eine tolle Erfindung. Oha, Digga, was ist denn das hier für ein Bild? Hast du das Bild schon gesehen? Hä? Richtig künstlerisch. Man bekommt für diese $500 mehr so 5000. Viel mehr Haus. Nee, nicht 5000, 500 nur. 500 nur? Ja, das andere hat 9500 gekostet und das hier kostet 10.000. Also $500 mehr und du kriegst diese Luxusvilla. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir die andere Villa nicht so gefällt. Und guck mal, hier gibt es einfach noch ein Stockwerk. Ja, aber es ist ja immer noch Geschmackssache, ne? Also wenn jemand Altbau schön findet. Ja, das stimmt. Aber ich finde das Haus ja auch auf jeden Fall besser. Lol, Alter, was zum Teufel? Was? Guck mal, was man hier für eine Alter, Aussicht hat. Alter, da kommt man noch... Ey, ne. Was? Oh guck mein ganz Gott. Ganz oben drauf. Ganz oben drauf gibt es einfach einen Helikopter. Mit einem Helikopterlandeplatz. Oh mein Gott. Flieg mal runter, genau. Jetzt waren wir eigentlich schon fast in jedem Raum. Ah, und hinten haben wir noch was. Oh, danke dir. Da wollte ich eigentlich auch hin. Vielen Dank. Passt. Nee, du hast mich umgebracht, Digga. Echt? Ah, oh nein. Ja, ich bin jetzt drüben. Nee, ich bin beim tot. Nachbarn. Ah. Schön. Man kann hier nämlich seitlich, hat dieses Haus hier ebenfalls nochmal einen Bereich, wo man Boote nehmen kann. Wow. Oh mein Gott. Hä? Wie hast du das gerade gemacht? Was zum Teufel? Wie hab ich das wie gemacht? Wie hast du das gerade gemacht? Ich habe das einfach nicht gesehen. Du bist einfach an mir vorbeigeflogen. Alter, warte mal, das muss ich mir ansehen. Du fährst gerade Boot mit einem Motorrad obendrauf. Alter, was? Wie hast du das gerade gemacht? Keine Ahnung. Hol mich mal mit dir runter. Warte mal, du kommst da nicht. Kannst du noch fahren? Warte, ich kann nicht. Ah, da hab ich. Oh. Oh. Komm schnell, schnell. Komm schnell. Oh, nee, nein. Geht leider nicht. Ha, doch, ich lebe wieder. Was? Nee, ist nicht. Das jetzt? Oh, nee. Oh, Mann. Was für ein Auf und Ab. Okay, ich glaube, das war's sogar mit diesem Haus. Es gibt hier jetzt, glaube ich, nichts anderes. Ich fahre noch mal einmal drumherum. Aber es gibt draußen an dem Haus nicht mehr viel. Es gibt noch andere Häuser, die noch ein bisschen krasser sind. Die schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Das waren jetzt die zwei ersten und es gibt jetzt noch die zwei anderen. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge gefallen hat.
Und falls ihr die anderen Häuser sehen wollt, gebt auch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Like, like. Haut rein, Leute. Und ciao!